Und jetzt erstmal der Mahnbach ein Gruß, der kommt dieses Mal aus Bremerhaven, beziehungsweise Jenny, glaube ich, hat den in Wien geschrieben und Susan würde uns den jetzt vortragen. Alles. Gruß aus Bremerhaven. Manchmal geschieht es, dass zwei Zellen sich fruchtbar vereinigen und einen lebendigen Funken erzeugen. Das Ergebnis ist, dass ein Organismus entsteht. Die Zellteilung beginnt und Leben entfaltet sich. Zunächst gibt es nur Stammzellen, die alle gleich sind, aber mit der Zeit entstehen auch Zellen, die anders sind als die anderen und eigene Aufgaben übernehmen. Es bilden sich erst Organe und dann auch Gliedmaßen. Ein Herz beginnt zu schlagen und mit der Zeit entsteht ein Lebewesen, das alles in sich trägt, was es zum Leben benötigt. Alle Bestandteile haben sich zu einem funktionierenden Ganzen gefügt. Sobald diese Entwicklung einen gewissen Grad erreicht hat, wird ein neues Wesen geboren. Die Geburt ist schmerzhaft, sie ist anstrengend und sie kann lange dauern. Aber wenn das überstanden ist, bestaunen wir das Wunder der neuen Schöpfung. Mit dem Organismus Friedensbewegung sind wir nun fast 9 Monate schwanger gewesen und wir alle werden die Geburtshelfer sein, die unserem Kind ins Leben verhelfen. Wir alle sind auch gleichzeitig Teil dieses Kindes. Wir sind seine Organe und Gliedmaßen. Alles ist da und jeder von uns hat irgendwo seinen Platz und seine Aufgabe in diesem komplexen, lebendigen Körper und jede übernommene Aufgabe ist für das große Ganze von einzigartiger Bedeutung. Selbst die Querschläge haben in dieser Bewegung ihre Funktion, da sie uns zeigen, wie etwas nicht sein sollte. Von daher sollten wir akzeptieren, dass sie da sind, das Ganze aber auch nicht überbewerten. Ein gutes Beispiel dafür sind in Deutschland die Debatten um Hogesa, Pegida, die fehlende Souveränität und dergleichen. Ich möchte nichts davon herunterspielen, aber das alles ist im Grunde für uns nicht wichtig. Es wird nur dadurch wichtig gemacht, dass wir so vehement darum streiten. Dadurch, dass sich die Medien hetzend und geifernd darauf stürzen. Stellt euch vor, niemand würde darüber berichten und wir würden uns nicht darum streiten, sondern einfach zur Kenntnis nehmen, dass es diese Themen gibt. Sie würden einfach in der Vielfalt der Themen untergehen und nur die absolut notwendige Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. So ein Quatsch, das funktioniert niemals, denkt ihr nun vielleicht. Oh doch, das funktioniert ausgezeichnet. Das beste Beispiel dafür ist diese Friedensbewegung. Sie drohte zu zerbrechen, weil wir mangels Aufmerksamkeit und Zulauf von außen uns gegeneinander wandten. Die Feinde, die wir uns nach außen hin nicht erlaubten, suchten und fanden wir im Inneren der Bewegung. Ohne Feindbild können scheinbar auch Friedensaktivisten nicht auskommen. Und da liegt eine unserer Aufgaben. Weg mit den Feindbildern, die nur in unseren Köpfen existieren, weil wir uns einbilden, dass wir sie bräuchten. Unser Kind, die Friedensbewegung, hat viele Stammeltern. Dieses Kind ist wie ein lebendiger Organismus, unübersehbar, unüberhörbar und wir lieben es. Es wird wachsen und es wird für uns nicht mehr nur eine Quelle der Freude sein. Aber das ist für liebende Eltern kein Grund, sich von ihm abzuwenden, im Gegenteil. Eltern machen manchmal Fehler, sie sind auch nur Menschen. Wir werden aus gemachten Fehlern lernen und wir helfen der Bewegung wieder auf die Beine, wenn sie in Stolpern kommt und auf die Nase fällt. Wir trocknen die Tränen, unsere und die der Miteltern, wir stehen wieder auf und dann geht es weiter. Seit nunmehr fast 9 Monaten stehen wir bereits auf der Straße und wir werden noch sehr viel länger dort stehen. Rüdiger Lenz stellte vor einiger Zeit mal richtig fest, dass eine wirklich nachhaltige Bewegung, die ein Umdenken im Bewusstsein der gesamten Menschheit verankert, ein Projekt für 2, 3 oder mehr Generationen ist. Aber genau das braucht die Welt jetzt nötig. Wir können nun den Anfang machen. Es ist noch nicht die Bewegung der Massen geworden, von der viele geträumt haben. Der eine oder andere hat sich insgeheim vielleicht schon als Galionsfigur oder Urgestein des Weltfriedens gesehen und musste feststellen, dass dieser Weltfrieden nicht so schnell zu verwirklichen ist, wie wir uns das gedacht haben. Wir werden nicht als Helden und Vorbilder in die Geschichte eingehen. Unser Namen wird kein Schüler auswendig lernen müssen.
Und wer immer noch die Vorstellung hat, dass wir zu Hunderttausenden die Regierung auf einen anderen Kurs zwingen könnten, sollte sich von dieser Idee verabschieden, weil sie Gewalt benötigt. Es gab von Anfang an Leute, die sagten, dass der Frieden im Inneren beginnen müsse. Aber damit konnte ich auch lange Zeit nichts anfangen. Ich dachte, was nützt mein innerer Frieden den Kindern in Gaza? Inzwischen habe ich begriffen, bevor es einen weltweiten Frieden geben kann, ist ein Wandel in der inneren Einstellung jedes Einzelnen zu seinen Mitmenschen, zu den Tieren, zur Natur und zur Umwelt zwingend notwendig. Nur ein echter Bewusstseinswandel innerhalb der gesamten Menschheit kann zu einer friedlichen Gesellschaft führen. Das wird schon im Kleinen, sogar in einer Gruppe voller Friedensaktivisten deutlich. Denn immer wieder hält einer ein Feindbild hoch und prompt bilden sich mindestens zwei Lager, die einander zum Teil in erbitterten Wortgefechten bekriegen. Es entbrennt ein Krieg darum, wer das richtige Feindbild hat und wer den richtigen Weg, um ihm den Garaus zu machen. Es wird angegriffen und verteidigt, immer wieder holen uns die alten Denkmuster ein, die seit Generationen in uns verankert wurden. Feindbilder sind die Väter aller Kriege, aber Feindbilder werden uns anerzogen und wer der Feind ist, bestimmt immer jemand von oben. Einer meiner Lieblingsösterreicher ist Konrad Lorenz. Sein Buch »Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit« benennt als eine Todsünde die Indoktrination, eine besonders vehemente, keinen Widerspruch und keine Diskussion zulassende Belehrung. Unsere eigentliche Aufgabe sehe ich darin, Indoktrination erkennbar zu machen, den Menschen Mut zu geben, sich von der Meinungsdiktatur zu befreien und ihnen die Angst vor der Unabhängigkeit ihres Denkens zu nehmen. Friedlicher Widerstand beginnt da, wo wir der Verlockung widerstehen, aus Bequemlichkeit anderer Leute Meinungen und Feindbilder zu übernehmen. Das ist langfristig sicher sinnvoller und wirksamer, als Menschen zur offenen Revolte anzustacheln. Wir wollen neben Frieden und einem gerechten, fairen System auch Freiheit. Wir fordern dies von den Regierungen und Konzernen, die scheinbar die Macht haben, uns das Geforderte zu geben. Aber die Macht dieser Institutionen existiert nur in unseren Köpfen. Denn die Macht zu entscheiden, ob wir frei sind, ob wir anständig oder umweltverträglich handeln, haben nur wir allein. Wir brauchen nicht für unsere Freiheit kämpfen. Wir selbst können sie uns geben. Jeder Einzelne entscheidet selbst, ob er frei denkt und innerlich frei ist. Nur wir haben die Macht, uns von Indoktrination zu befreien und uns andere Denkwege zu erlauben. Wenn sich wieder Eigenverantwortung und innere Freiheit im Bewusstsein der Menschen verankert, haben die vermeintlichen Machthaber wirklich ausgespielt. Eine breite Mehrheit von Bürgern, die innerlich frei von falschem Gehorsam ist, kann durch nichts und niemanden verführt werden, in einen Krieg zu ziehen. Weder in einen Krieg mit Waffen, noch in einen Krieg um die Meinungshoheit. Eine Bevölkerung, die sich nicht mehr nach dem richtet, was die Meinungsdiktatur fordert, die konsequent den Kantschen Imperativ lebt, hat keine Machtstrukturen mehr nötig. In so einer Gesellschaft ist es völlig unmöglich, Kriege zu führen oder das Volk zu unterjochen. Wir können die Stammzellen eines neuen kollektiven Bewusstseins sein, den Samen legen für eine friedliche Welt, nicht mehr und nicht weniger. Stammzellen teilen sich, übernehmen verschiedene Funktionen, nehmen verschiedene Gestalten an, aber sie bleiben trotzdem ein Organismus und wirken sinnvoll zusammen, wenn jedes Organ die anderen machen lässt, was sie am besten können. Also lasst uns dafür sorgen, dass unser Friedenskind einen guten Start ins Leben bekommt und der Traum vom Weltfrieden lebendig werden kann. Ja, diese Geburt ist schmerzhaft, aber schließlich kommt auch der Moment, wo es geschafft ist. Unser Kind wird eines Tages hinaus in die Welt gehen, sich selbstständig machen und seinen Weg in die Köpfe und Herzen aller Menschen finden. Es hat viele Mütter und viele Väter. Sie haben der Friedensbewegung das Beste von sich mit auf den Weg gegeben, damit es wachsen und gedeihen kann. Nein, wir werden keine Helden sein und in keinem Geschichtsbuch auftauchen. Wir alle werden im Laufe der Zeit vergessen werden. In drei Generationen kennt niemand mehr unsere Namen, aber was immer passiert, unser Geist lebt weiter in dieser Bewegung, die unser aller Kind ist. So, das war der Montagsgruß aus Bremerhaven.